Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play Company of Heroes 3, gerade frisch installiert. Wir haben 19.20 Uhr am 23.02. Ich würde sagen, wir starten rein und zwar mit einer beliebigen Taste. Oder wir klicken. Right, we've got German and Italian forces attacking the airfield. Our lads are on their back foot. We need to find a way to hit Jerry and his mates from the flank. We're gonna push them back. Richtig schöne klassische Company of Heroes 3 Einleitung, würde ich mal sagen. So. Sappers, pull back! You're taking too much damage! Ja, das hier mache ich. Awaiting orders! Ach, scheiße. Ich habe die ganze Zeit die Falschen anvisiert. Oh Gott, das ist ja direkt erstmal der ultimative Fail. Okay, verstärken Sie Ihren Pioniertrupp. Jawohl. Alles abgeschlossen soweit. Jerry's got control of the airfield, though, so no slacking off. We need to build up our forces and get this place back under Allied control. First up, we're gonna need resources. Capture that munitions point. Lead on, David. Das ist sehr, sehr geil. Das Game gibt mir genau das, was ich. Point will take a little while. Don't get bored and wander off like last time, Nige, eh? Keep an eye on the surrounding area, though. No telling when Jerry will pop his head back up. Also, wo ich gerade stehen geblieben war, bevor mich der werte Lieutenant unterbrochen hat. Das ist genau das, was ich an Company of Heroes so geil fand, die Story. Und jetzt bin ich endlich wieder drin. As much as I love to go one-on-one against Jerry, we're gonna need more units to push him off the airfield. Let's get ourselves some more engineers. One more young man says English. I'll use his ass for a boot cleaner. Sappers, eager as we'll ever be. Royal engineers, trained and ready to go. Come on. So. Wo geht's hin? Erobern Sie das Treibstofflager. Royal engineers, ready. The fuel point's our next target. Jerry's all set up to defend it, so please use cover and try not to get yourself killed. Sappers reporting. We've got orders to move. So move. Contact with the enemy. We're in it now. Oh ja. Das geht doch schon mal gut los. Finde ich sehr schön. Sie haben den alten Stil beibehalten, dass es auch echt eine schöne Story gibt. One lads, they're on the run already. Now, let's get in there and finish capturing that fuel point. Drive them out. Awaited instructions, sir. I don't like it either, but it's orders. Na, wir sammeln in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen die Munitionskisten auf. Ah, we can do that. Genau. Ihr könnt das. So, also wir haben ja den Multiplayer schon gespielt gehabt, da dieses Vor-Up-Gaming, da hat das Spiel auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eindruck hinterlassen, aber noch nicht so viel. Deswegen bin ich mal gespannt. Okay, nicely done. Right then, lads. We need to expand our base and get ourselves a section command post. That'll give us access to a wider variety of troops. Then we can get after Jerry.
So, ja, ich bin mal gespannt, was das Spiel jetzt alles so an Story zu bieten hat. Weil es hat immer sehr viel Potenzial gehabt für Stories. Aber ich habe hier irgendwie noch so... Ich darf nicht zu weit an den Rand gehen. Okay, muss ich noch einstellen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier drauf und machen hier mal weiter. So. Right, that's enough messing around. We should be able to move up to the airfield now. If we do get into trouble, we can always come back here and produce more troops. Let's hope we don't need to. So, jetzt, wo wir hier mal raus sind aus den anfänglichen Produktionen, geht's ja mal an den taktischen Teil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jerry's dug in behind sandbags this time. Do yourselves a favor and use cover as we advance. Let's keep those noggins bullet free, alright? Jupp. Taktische Pause. Oh, das habe ich. Leertaste. Das ist sehr cool. Das feiere ich jetzt schon mal. Ihr solltet auch lieber hierher. Geballte Macht ist besser. So. Warum? Das ist natürlich jetzt dumm gewesen. Die haben die befolgt. Wirf eine Granate, Meister. Sehr gut. Sehr effektiv. So. Und vorwärts. Move, you bloody quiet girls! Get moving! Attention! Okay. Come on, ladies, while we're young. Royal Engineers, yeah? Infantry's closing on us! Eyes open, guns up. We're taking that position. Sappers, yeah? Will it be, sir? So, yeah. Schön. Euch geht's noch ziemlich gut. Dann stürmt ihr mal. Sehr schön. Dann geht ihr jetzt hinten rum. Perfekt. Euch, denen es weniger gut geht, ihr könnt doch mal. So, perfekt. Wir haben uns schon mal gut durchgeschlagen. Das ist schon schön gemacht. Was steht hier? Erobere das Treibstoff. Okay, da habe ich doch. Western Fuel Depot is protected by armored vehicles. Regular infantry weapons ain't gonna do much against them. The good news is, we can recrew abandoned team weapons like machine guns, anti-tank guns, that sort of thing. Jerry's probably got an anti-tank gun lying around here somewhere. Let's find it, then take that fuel depot. Okay. Da sind doch schon mal ein paar Sachen. Hier haben wir jetzt aber noch was. Aber mit wem geht das? Ah, hier in Hilfsposten umwandeln. Das geht mittlerweile hier. Oh, das ist sehr cool. Na dann macht euch mal schnell hier fit. Das ist sehr cool. Das finde ich sehr nice, dass man das Ding umwandeln kann. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Zerstören Sie. Okay, bemannen Sie die Panzerabwehrkanone. Das macht dann ihr.
Get behind the shield and check she's loaded. Royal Engineers, ready. Und ihr geht mal erstmal hier hin. Zerstören Sie feindlich gepanzerte Fahrzeuge, 2 Stück. Erobern Sie den strategischen Punkt. Okay. Hoffen wir mal, dass das schnell genug geht. Ready for trouble! Sappers, report in! Na, ihr geht mal direkt zurück. Oh, da könnt's gleich scheppern. Oh, der war nicht so gut. Oh. Little stroll into Jerry's life. Nothing to worry about. Come on, ladies, while we're young. Sappers, we're red. Come on, bastard. Take that position. I don't like it either, but it's orders. Overts. Orders, jump to it, lads. Ja, ein Stück vorwärts. Zack, ihr kriegt noch einen frischen. Ah, Bevölkerungslimit erreicht. Sehr schön. Bevor ihr zu cocky seid, Jerry hat 2. Er wird counterattacken von dem Norden. Und wir müssen prepped. Engineers, plant mines in front of our lines. The rest of you, get the anti-tank gun in position to stop any incoming vehicles. And set up a machine gun to deal with the infantry. That should just about do it. Okay. Machen Sie sich bereit für einen Gegenangriff. Platzieren Sie hier Minen. Ja, dann gehen wir doch mal lang. Panzerminen? Okay. Setzen Sie das Maschinengewehr. Gehen die da hin. Die gehen hier hin. Ah, die habe ich im Vorfeld schon fast dahin gesetzt, wo sie hin sollten. So, da noch. Dann hier noch. Platzieren Sie Minen. Achso. Ja, die können ja auch noch stimmen. Ja, komm. Haben wir mal eine richtige Linie, wenn wir gerade schon können. Warum nicht? Wir ziehen sich dann noch hier mit rein. Royal Engineers, ready. We're needed elsewhere, lads. Let's get to it. Your sister gave us a right cut before we left. Landmines in place. Right before she does you. Zack. Dead. Jerry's infantry's coming at us. But don't panic, lads. Our machine gun should keep him pinned down. Orders. Shut your fucking gun. Don't panic. Ja, das läuft doch ganz gut für uns. Minen. Okay. Wir haben noch 1,5 Minuten, die wir das Treibstofflager halten müssen. Sollte doch relativ smooth vorangehen. Ja. Läuft soweit ganz gut. Schade, dass hier keine Mine ist. Und verstärken. Was könnt ihr eigentlich noch?
Stacheldraht. Hm, den hätte ich mal vorher setzen müssen. Sehr schön. Immer noch eine richtige Minenladung davor. Okay. Dann geht ihr jetzt zurück. Ja, was rollen? Ja, macht zwar keinen großen Unterschied, aber alles, was geht, oder? Oh. Crusader und ein schwerer Matilda-Panzer. Nice. Halten Sie das Treibstofflager. Abgeschlossen. Wunderbar. Genauso. Schild euch erstmal hierher. Ich muss ja erstmal die Situation checken. Okay, da könnte was fliegen kommen. Da scheppert's auch mal. Panzerabwehrkanone in die Richtung. Dann müsste ich mit den Tanks über die Seite hier kommen. Reparieren von Fahrzeugen. Jerry's bombarding our lines. Keep your heads down and destroy those vehicles. Now! Ah, okay, ich verstehe. Ja, dann würde ich sagen, geht ihr schon mal vor. Hier. Oh. Da unten sieht es gerade schlecht aus. Ja. Haut ihr mal ab. Schön hinter dem Tank. Schön hinter den feindlichen Linien. Nicht den Arsch zustrecken. So, sehr schön. Da ist erstmal durchgebrochen. Jetzt, während die sich da konzentrieren, können wir uns in der Richtung aufstellen. Ihr kriegt alle eure Truppen wieder. Und dann können wir reinrollen. Ist natürlich unpraktisch für dich, ne? Sehr schön. Perfekt. Die können da durchlaufen. Wir machen es uns hier oben relativ gemütlich. Sind die. Wir sind nur zu dem Posten gelatscht. Okay. Perfekt. Okay. Gemütlich. Das läuft. Ja, das habe ich schon kapiert. Hier.
besser. Weiter vor. Nicht unsere Leute alleine lassen. Sehr schön. Hinten, Seite. Oh, da waren zwei Abpraller dran. Das ist... Und hinterher. Sehr schön. Oh, da kommen Unterstützung. Yes, they're on the run. Good job, lads. I can't see Hitler and his mates being much of a problem in Africa. We'll be back in Blighty by Christmas, I reckon. Ach ne, es war keine Unterstützung, es waren unsere Truppen. Sehr schön. Das war jetzt also die Einstiegsmission von Company of Heroes 3. Sehr schön. MVP Infanteriesektion. Sehr schön, sehr schön. Also, ich würde sagen, wir sind im Menü angekommen. Das hat mal schon direkt 20 Minuten gedauert. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da. Und ja, ich werde jetzt direkt weiter zocken. Ihr kriegt dann auf jeden Fall entweder sogar heute direkt schon zwei Folgen oder erst morgen die zweite Folge. Muss ich mal schauen, wie ich zeitlich rumkomme. Aber wieder einschalten. Und vielleicht auch mal im Stream vorbeischauen, wenn ich wieder streame. Ja, sonst noch, haut rein, euch einen wunderschönen restlichen Tag und see ya.